So, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Aus Gott, die menschliche Revolution. Oh mein Gott, ist das spannend. Ja, und letztes Mal haben wir hier ziemlich gefailt. Und deshalb versuchen wir diesmal nicht zu failen. Mensch, das ist, glaube ich, das beste Ziel ever. Auf jeden Fall weiß ich jetzt ungefähr, wo die Gegner sind. Das ist schon mal ganz nett. Weil der eine chillt sich ja gleich wieder hin, vermute ich mal. Oder auch nicht, um mich zu mobben, ich weiß es nicht. Hallo? Hallo? Na, wie geht's dir? Du kleiner, süßer Räuber, du Schlingel. Okay, da hat er keine Lust drauf und geht wieder. Gut, dann speichern wir einfach nochmal wieder. Einfach nur, um dafür zu sorgen, dass wir nicht nochmal diese komischen Blitzdinger machen müssen. Oder Bombendinger oder was auch immer das sein soll. Vielleicht sollten die auch dafür sein, dass man die Gegner dann irgendwie da reinlocken kann oder so. Ich weiß es nicht. Und die müssten ja eigentlich wissen, was die da selber für eine Sachen da montiert haben. Anders könnte ich das nicht verstehen. Aber gut. So, das alles wieder in seinen normalen Bahnen. Der chillt sich wieder dahin, der andere chillt sich da vorne hin. So gefällt mir das. So. Theoretisch müssen wir noch nicht mal bewusstlos hauen, aber es gibt Erfahrung, wenn wir ihn bewusstlos hauen, also tun wir es einfach. So. Wieder zurück nach Detroit, wo heute Abend ha, kostenlose Erfahrung für mich. Und barmherzige Seele. 20. Nice. Das ist doch schon mal was. So. Ja, da hinten hängt der Typ. Diesmal ignorieren wir ihn einfach, würde ich sagen. War ein bisschen scheiße, als wir letztes Mal einfach keine Ausdauer mehr hatten. So, theoretisch müssten wir sogar an der Treppe vorbei und dahin zum Funksignal. Vielleicht warten wir auch einfach, bis unsere Ausdauer gerackt ist. So, jetzt sollte unsere Ausdauer gerackt sein. Und dann hauen wir den Typen in die Fresse. Sind eigentlich da. Okay, diesmal speichere ich aber nochmal. So, das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber ich fände es jetzt doof, wenn wir das Ganze nochmal machen müssten. So. Wieso habe ich jetzt nie genug Energie, wenn ich das mache? Bei mir steht, dass ich genug Energie hätte. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es doch nicht. Na gut, egal. Dafür habe ich ja gespeichert. Ich laufe einfach an dir vorbei, ist mir egal. Lauf ich eben an dir vorbei. So, hier haben wir die Störsender. Hallo Störsender, wie geht es dir? Ach nein, ich schon wieder hacken. So. Ja gut, ich glaube, wahrscheinlich hätte man den Code irgendwo finden können. Irre übrig. 5, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, aber hey. So, also theoretisch müssen wir nach da. Und ich glaube, das Ziel war generell übernehmen. Nuke. Okay. Und grundsätzlich konnte man dann halt... Das Ziel war halt, das Ding schneller zu infiltrieren, als der Gegner dich entdecken konnte, wo du herkommst. Zugriff verweigert. Nö. Das finde ich jetzt assi. Ja, da... Abriegelung. Mann, jetzt sind wir... Gleich sind wir auch noch perma-gebannt oder so für ein Jahr oder so. Perma-Hack-Bann. Ich werde mal auch irgendwo das Passwort finden können, weil ich hatte jetzt keine Lust, noch länger hier zu verbringen irgendwie. Dafür fand ich das dann noch nicht spannend genug. Vor allem, wieso regeln es dann nur für 15 Sekunden ab? Wieso nicht für länger? Ich meine, WTF. Aber gut, egal. Ich find's gut. So. Wir haben gespeichert, das heißt, wenn wir jetzt zu viele Versuche brauchen, ne? So, ist die Frage, gibt's denn irgendeine andere Möglichkeit, das zu machen? Wir können auch auf 2 gehen. In der Theorie. Ja, wir können ja mal unterschiedliche Sachen ausprobieren. Hier können wir eh nichts tun. Theoretisch könnten wir noch Nuke. Entdecke 0%. Was bringt das dann so genau? Ich weiß es nicht. Ach, das geht dann schneller. Okay.
War es jetzt, weil wir Glück hatten, oder? Aha. Ja, das sollten wir schaffen eigentlich. Zugriff gewährt. Jo. Aha, also man konnte, also ich weiß gerade nicht, ob es die Nuke war, die dafür gesorgt hat, dass wir nicht gefunden wurden. Oder ob es generell so war, aber hey. Stoppwurm. Script Code 50. Nice. Störsender. Boss, ist die Hintertür immer noch offen? Nein, gute Arbeit. Frank hat gerade durchgegeben, dass alles okay ist. Das ist schön. Jetzt müssen wir die Mistkerle finden, die uns angegriffen haben. Farida, sind Sie in Bereitschaft? Verstanden, Boss. Jensen, hören Sie mich? Laut und deutlich. Bleiben Sie in der Nähe der Antenne. Pritchard hat mir die Koordinaten übermittelt. Ich hole sie ab. Das ist cool. So. Dann haben wir das jetzt offiziell erreicht, wenn ich das Helipad maximal weit oben nehme ich mal an. Ja, okay. Okay, der Gegner ist auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Das ist mir aber auch relativ schnurz. Dann auf zum Helipad. Hallöchen, Helipad. Wie geht es dir? Alles fresh? Ach, wir können... Mr. Jensen, Ihre Limousine steht bereit. Können wir? Ei, ei. Ja, los. In Ordnung. Detroit Local, hier ist Seraph Industries. Bravo Echo Echo 008. Setze Flug fort. Nice. Das ist wieder eine extrem coole... Boah, guck dir das an. Guck dir diese Motoren an. Sind sie nicht unglaublich? Und unglaublich laut vor allem. Aber sie sind auch unglaublich. Okay, tschüss. Irgendwie wackelt das Gebäude da, aber egal. So. Das war jetzt auf jeden Fall doch relativ einfach, fand ich. Da war der Eingang ja fast schon das Schwerste. Da habe ich jetzt keine Munition mehr, aber was soll's. Aber gut, es war jetzt auch, glaube ich, nicht so eine Hauptmission. Also, es war schon, es gehört schon zum Hauptmissionszweig oder trotzdem. Miau. Das wäre schon geil, das mit den Farben. Ich finde, die Farben sind ein bisschen. Aber die Motoren sind einfach so cool. Pritchard, haben Sie die Koordinaten der Fabrik schon? Ich konnte nur ein ungefähres Areal ermitteln, Jensen. Sehen Sie sich um und suchen Sie etwas Ungewöhnliches. Ich überwache weiterhin die Frequenz, falls sie plötzlich aktiv werden sollte. Okay. Und warum genau sind wir jetzt hier? Egal. Verlassene Fabrik. Habe ich mir schon gedacht, dass das nicht reicht. Okay. Jetzt sind wir in der verlassenen Fabrik. Kann man nochmal irgendwo nachlesen, warum wir eigentlich hier sind? Nein. Genau, Terroristenleichnamen wurden von jemandem kontrolliert. Okay. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir unseren Typen finden. Schön, schön. Bist du feindlich? Nein. Okay. Ihr seid nett. Finde ich gut. Ich mag nette Leute. Erstmal hier aufwärmen. Ah, schön. Können wir da reinspringen? Ohne Schaden zu bekommen? Ach nee, man kommt Schaden, schade. Nein, Feuer tut weh. Ist ja eigentlich richtig. Ach, ja. Ja, sind wir, okay. Dann schauen wir doch mal. Vielleicht schaffen wir es ja etwas besser und etwas weniger failiger durchzukommen. Das war natürlich nur ein Witz, also das wird natürlich nicht passieren. Ups. Höchstwahrscheinlich zumindest nicht. Irgendwie ist hier niemand. Das finde ich irgendwie beunruhigend. Beunruhigt mich mehr, als wenn hier Leute wären. Wir sind aufgeflogen.
Manderley sollte die Leichenhalle eigentlich abriegeln, aber irgendjemand war vor uns bei der Leiche. Noch haben wir Zeit. Wir schnappen uns den Kerl. Dafür ist es zu spät. Wir müssen verschwinden. Aber was ist mit dem Holländer? Keine losen Enden, Barrett. Ich rufe gleich an. Aber ihr könnt den fliegenden Holländer doch nicht so einfach umbringen. Okay. Malik, verschwinden Sie, los! Warum? Was ist los? Sie sind hier. Die Söldner, die Megan und ihr Team getötet haben. Scheiße! Ich gehe rein. Ja, warum nicht? Okay. Ja, da sind gefährliche Söldner, die irgendwie... Also deren Trans... Also wie hießen die nochmal? Augmentierung, glaube ich, ne? Die Augmentierung sahen auf jeden Fall irgendwie anders aus als bei uns. Ist irgendwie so... Ja, weniger darauf bedacht, die zu tarnen, sondern eher zu zeigen, ey, ich bin cool, ich habe Augmentierung. Aber mal schauen, von wem die eigentlich am Ende gesteuert werden. Vielleicht ist unser eigener Boss, man weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mega Schiss vor diesen Typen. Ach du Scheiße. Ach du Kack, ich glaube, ich will lieber einen anderen Weg suchen. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen ins Erdgeschoss. Und das kommen wir nur über einen Aufzug, den ich nicht sehen tue. Ist hier oben eigentlich? Okay. Aha. Das heißt, man sieht noch nicht mal, wo man richtig hin muss. Das finde ich jetzt irgendwie blöd. Okay, ich glaube, ich gehe erstmal ein bisschen zurück und schaue mal, ob ich irgendwie vielleicht noch einen Weg, anderen Weg finde. Das würde ich wie diese Menschenmassen da laufen müssen. Das fände ich ein bisschen scheiße. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich müssen wir dann ganz nach oben und dann hier irgendwo. Und vielleicht dann hier irgendwie so einen Aufzug und dann fahren wir hier so runter. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall sind hier verdammt viele Leute und das finde ich scheiße. Das kann man so zusammenfassen, finde ich. Und das scheinen auf jeden Fall die bösen Jungs zu sein. So, schauen wir mal. Vielleicht ist hier noch irgendwo ein versteckter Weg. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Kann man den eigentlich bewegen? Wieso nicht? Ich will ihn bewegen können. Na gut. Hier kommt man auch nicht wirklich durch. Hier ist auch nichts. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich nehme auch an, dass der einzige Eingang wieder ein Trigger war für so eine Sequenz. Leider, leider. Ich wünsche es mir zwar nicht, aber ich befürchte schon. Gut, dass wir das alles alleine machen. Irgendwie, wo wir doch die ganzen Leute da stehen haben, aber egal. Kämpfen wir einfach alleine gegen diese Elite-Einheit. Warum nicht? Na gut. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich will das nicht. Oh Mann, das wird, glaube ich, echt haarig. Na gut, die Folgenzeit ist eh gleich vorbei. Dann speichern wir einfach mal kurz. Und gucken mal. Speichern geht auf jeden Fall echt schnell, das muss man sagen. Oh, diese Leute. Wieso? Warum? Welche Folgen? So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Matsch. Much. Thank you very much. Und so. Ach du Scheiße. Ich glaube, am besten versuchen wir gar nicht mehr mit denen zu kämpfen, sondern irgendwie geschickt an denen vorbeizulaufen. Ich glaube, das lohnt sich mehr. Weil die haben fette Gewehre und ich glaube, die machen mehr Schaden als die von den anderen Typen. Aber wenn der Typ nicht wäre, könnte ich sogar weiterlaufen. Und natürlich muss der Typ da stehen. Sieht er uns eigentlich jetzt? Mal gucken. Ja, bleibt genau da stehen. Geil. Freue mich, die sehen sich halt alle gegenseitig. Also der Typ wird von dem Typen hinter dem gesehen. Und von dem Typen von der Seite. Was ein bisschen scheiße ist, so generell. Aber gut, ich glaube, es ist eh Zeit, die Folge zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das sieht nach einer richtigen Herausforderung aus. Das ist für mich zumindest. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahmesession dann auch wieder. Das war meine Aufnahmesession gerade. Das war, glaube ich, nur eine Stunde oder so. Aber war auf jeden Fall ganz nett. Ich muss mir das auf jeden Fall angewöhnen, immer mal ein, zwei Stunden komplett aufzunehmen.
Ich werde versuchen, zwei Folgen die Woche rauszuhauen. Es kam mir auch letzte Woche nichts. Also zumindest bei dieser Aufnahmesession ausgesehen. Und deshalb würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Vielleicht sollte ich auch mal den Aufnahmeende-Knopf drücken. Also bis zum nächsten Mal.